Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girlytainment. Hallo zu einem neuen Video und heute geht's um meinen großen Mann, um den Rubien und um so eine Art Umstyling. Aber ich weiß nicht, ob er danach besser aussieht. We will see. Ich habe da was gefunden, wo ich mir gedacht habe, das ist hässlich. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also zumindest nicht am Pferd. Am Fotostil, glaube ich, sieht man es jetzt gar nicht so genau. Hier sieht es aus wie eine normale Decke, aber es hat hier so komische Füße dabei. Das ist so wie so ein Pyjama, aber im Fliegendecken-Style. Ich habe das bestellt und dachte so, das testen wir mal aus. Rubien ist jetzt schon maximal begeistert. Not. Aber er ist von all meinen Pferden auch das fliegenempfindlichste Pferd. Also er hasst es vor allem diese Mai- und Juni-Käfer. Oh mein Gott, also die sind Endgegner. Vor allem jetzt im Juli fliegen die noch rum. Die kommen immer so gegen 20 Uhr auf die Weide und da rastet er komplett aus. Und deswegen dachte ich, muss das hier her und wir testen diesen Pyjama für Pferde. Los geht's. Was mich da jetzt hier erwartet. Oh Gott, das sind wahrscheinlich diese Fußteile. Hilfe, ich weiß gar nicht, muss ich das zu... Oh mein Gott, das ist ja wie so ein Rock für mich. Schau dir mal das an. Und es ist dann, geht dann wie so ein Trichter dann so zusammen. Das könnte ich ja jetzt anziehen eigentlich, oder? So, Moment. Ja, und ich komme vor. Das würde ich hier bei so einem Model-Contest gleich jetzt starten, nachdem ich hier so was Schönes und Schickes habe. Beste Qualität auf jeden Fall. Hä, kann man diesen Reißverschluss hier... Hä, soll man das nicht aufkriegen, oder? Okay, das gehört so. Aha. Ja, ist sogar mit Gummibund. Damit habe ich jetzt schon hier die neueste Mode. Probieren geht schon, sagst du, oh mein Gott, was macht sie jetzt? Aber ich walke jetzt hier mal so. Aber ich muss das doch aufkriegen. Ich kann doch nicht den... Also, sorry, aber diese Öffnung ist einfach zu klein, um Rubiens Riesenlatscher da durchzukriegen. Und das ganze Teil ist schon Größe Full. Also, Deckenlänge 155. Ich weiß nicht, ist das, also sind die... Ich glaube, man kann es tatsächlich nicht aufmachen. Okay, das wird ein Späßelchen. Machen wir mal zuerst die Decke. Wie zeigt man so professionell wie möglich eine Decke? So professionelle Pferdevideos machen kann ich. Es hat auch einen Hals dabei. Und das ist alles noch zu wahrscheinlich. Oha! Was ist hier los? Na toll, und alles ist hier noch zu, das heißt, ich muss hier alles noch öffnen. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie diesen wunderschönen Bauchlatz. Der Rubien hat jetzt ein kleines Häubchen. Da. Die, die, die. So, und jetzt mache ich mich da an das Halsteil. Ojo, ojo. Was wäre es für Rubien gemacht? Das ist ja hier so mein Modenschauen, mein Rock. Da. Ich bin hier im Partnerlook mit meinem Pferd. Oh, verliere meinen Rock.
Schau an! Schau das Kacke aus! Uri! Schön! Uri ist beschäftigt. Ich glaube, er möchte fliehen. Schau mal. Okay, ich hatte gerade den Aha-Moment. Man kann das da unten natürlich auch aufmachen. Das heißt, es ist jetzt dann nicht so extremst eng, um den Huf reinzunehmen. Och, typisch! Wenn ich jetzt noch damit komme, dann ist der Rubien komplett inkognito mit seiner Fliegenmütze. Ich habe leider keine, die über die Nüstern geht. Dann wäre wirklich komplett eingepackt. So. Das gehört eigentlich unter das Halfter. Aber egal. Wir müssen jetzt so ein bisschen walken wie am Laufsteg. Rubien präsentiert die neueste Mode. Pyjama. So, präsentier mal, Rubien. Okay, jetzt ist ein Laufsteg. Walk, walk. Schauen wir mal, was die anderen dazu sagen. Schauen wir die Eskader an. Oh, Bubi ist schon weg. Das sieht aus. Wunschtraum kann es irgendwie nicht glauben. Das ist doch mein bester Freund. Warum schaut er so anders aus? Naja. Hey, Rubien, bist du's? Erkenn dich gar nicht mehr. Na, wie viele Punkte gibst du dem Rubien für seinen Walk und für sein wunderschönes Pyjama-Outfit? Schreib mir es gern in die Kommentare. Hast du überhaupt sowas schon mal gesehen mit diesen komischen Beinstulpen dran? Es ist irgendwie ein bisschen crazy. Ich habe versucht, mich heute so ein bisschen abzulenken. Ich sag's dir ehrlich, wie es ist. Ich wollte heute so ein bisschen ein aufmunternderes Video machen, nachdem ich wirklich die letzten Tage nicht ganz so viel Spaß hatte. Ich habe gestern noch einen Podcast aufgenommen, da war ich super emotional. Wegen dieser ganzen Flutkatastrophe. Es geht mir schon sehr nah. Deswegen habe ich versucht, heute irgendwie mich abzulenken und heute irgendwie auch was Lustigeres zu machen. Vielleicht konnte ich dich damit auch so ein bisschen ablenken. In meiner letzten Podcast-Episode, ich weiß nicht, da gebe ich dir auch eine Triggerwarnung, weil es ist schon echt heftig gewesen. Ich musste da ein paar Mal auch pausieren, weil ich da nochmal durchatmen musste, was trinken musste, weil es ging halt leider nicht so und ich wollte jetzt nicht auch noch die ganze Zeit traurig sein. Ich bin es aber trotzdem, aber ich versuche mich gerade so ein bisschen abzulenken. Ich hoffe, es ist mir auch so ein bisschen gelungen, dich so ein bisschen abzulenken, weil die ganze Flutkatastrophensache geht mir sehr nah und ich finde es beachtlich, was viele Leute auf die Beine stellen. Falls du da auch noch mithelfen möchtest, schau sehr gerne dir mein letztes Video an. Da habe ich dir in der Infobox alle wichtigen Infos und Links und alles, was ich gefunden habe, was ich dir empfehlen kann, nochmal reingepackt. Hör sehr gerne meinen Podcast an. Außer die letzte Folge, da gebe ich dir eine Triggerwarnung. Da weiß ich nicht, ob man sich das unbedingt anhören muss. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das überhaupt online gestellt habe. Egal, ich setze einfach online. So, aber jetzt im Rubien. Wo ist der große Mann? Nein, jetzt wälzt das dich! Ubi, das ist doch ganz neu. Schauen wir gleich mal, ob das hier funktioniert. Ja? Ja, funktioniert richtig gut. Und da drüben stehen die anderen und schauen nur zu und denken sie nur, so was passiert. Aber es hat gehalten, oder? Ja, auch nichts gerissen. Nicht so schlecht. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal verwenden werde, weil es hat doch ein bisschen gedauert, diesen ganzen Spaß. Aber ich glaube, mit ein bisschen Übung kriegt man das schon hin. Ich verlinke dir da jetzt noch zwei weitere Videos. Kostenlos abonnieren nicht vergessen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüssi!